Die Silbe fair. Da, wo das fair, die Silbe fair, in Kraft ist, ist eine perverse Macht im Gang. Die Macht vom Wort ist da ins Vermächtnis gerückt, verrückt, gekehrt, verkehrt. Diese Verrückung entrücken, dass das Versehrte ins Unversehrte kehre, was dann ein Heil dem Menschen ist, welcher im verlogenen Logos verfahren, versehrt, verweilt. So Stimme verstimmt ist, ist Stimmkraft außer Kraft. So Stimme abgegeben ist, ist Stimme ohne Kraft. Mit gesetzter Stimme, mit gesetzter Gesinnung wird über das Leben bestimmt. Die medialisierten Stimmabgeber bestimmen über den Gestimmten, den gewählten Bestimmer. So Stimme gestimmt ist, ist Stimme verstimmt, was Stimmkraft schwächt. Die Silben fair, G, B, R. Beisammengelesen, vergeber, sind die Silben, die im verlogenen Logos dem Stammwort oft vorgesetzt sind. Also ist Mensch im Deutschen deutlich ein Vergeber, ein Versager, weil Mensch oft das Ver im Sagen hat. Mensch steckt also in einer versagten, in einer vergeblichen Situation. Mensch steckt also in einer vergeblichen Versagerfalle. Die verlogene Sprache also, das Vermächtnis, das die weltliche Falle erschaffen hat, erschöpft hat. Der Erschaffer, also der erschöpfte Schöpfer. So Mensch im Antworten, im Antwortgeben unvergeblich ist, ist Wortgabe unverlogen, ist Wort unversehrt, ist Mensch unversehrt, ist Mensch heil. So Mensch im Wort geben vergeblich ist, steckt Mensch in einer vergeblichen Situation, steckt Mensch in Tragödien fest, ist Mensch in einer tragischen Situation versteckt, in der Situation die Antwort verantwortet zu haben, was Mensch in einen trägen Verantwortungsträger verwandelt. Mensch ist dann im Wandeln verwandelt, ist aus dem Moment gerissen, ist im Gang vergangen, ist in Zukunft verstrickt, ist im Lebensfluss verstanden, ist im Verstehen hängen geblieben. Wie Mensch Natur pervertiert, ist das tragische Ergebnis ergebener Vergeber, ergebener Vergebungen. Wortgabe pervertiert in Wortvergabe. Mensch hat die Macht des Wortes pervertiert. Er schafft sich damit eine Welt und verwandelt die Umwelt in Welt. Verwandelt die unermessliche Natur in eine anmaßende Welt.
Ich mag hier niemanden unterhalten, also niemanden unten halten. Auch mag ich niemanden hier unterrichten, also nach unten richten. Ich mag, dass Mensch aus der verlogenen Versagerschaft entgleite, aus der verwachsenen Erwachsenenschaft entwachse.